Today is the one-year anniversary of the dreadful tragedy that took place on Mount Washington. Annie Klein, who is in charge of the investigation. Thanks for having me, Marty. Listeners, an update on Hannah and Beth Washington, the twins who are still missing. 1 year ago tonight, the Washington girls left the safety of their parents' lodge and headed out into a snowstorm. Foul play. Not officially, no. There is one individual we're considering as a person of interest, but his whereabouts are currently unknown. He has an interesting history with the Washington family. He had warned them against pursuing their construction project and claimed the land was sacred to his forefathers. You know, there is still the old sanatorium on the mountain. Could he be hiding there? My officers did search the grounds, but the girls themselves couldn't have made it that far. Something about that mountain seems to breed tragic events. More than you know, Marty. Well, thank you for joining us, Annie. With all the Washingtons tonight, their son Josh, on this, the anniversary of the mysterious disappearance of Hannah and Beth Washington. Well, hello, friends and fans. All right, let's do that again. All right. Well, hello, friends and fans. It's beyond awesome to have you guys all back this year. First off, I gotta say, I am super excited to welcome all my pals back to the annual Blackwood Winter Getaway. So, let me just let you know, let's take a moment to address the elephant in the room for a second. I know you're all probably worried about me, and I know it's gonna be tough on all of us going back after what happened last year, but I just want you all to know, it means so much to me that we're doing this. And you might all be killed. I know it would mean so much to Hannah and Beth that we're all still here together, and I'm thinking of them. I really want to spend some quality time with each and every one of you, and just share some moments that we'll never forget for the sake of my sisters, and, you know. Okay, so let's party like we're fucking porn stars, okay? Make this one trip we will never forget, all right? Yes! Oh, oh, immer dieser Typ mit seinem Messer. Vielleicht ist er einfach nur Messerverkäufer. So, das ist Sam, unser erster Charakter. Es wird noch einige geben und ich werde auch mit allen Namen durcheinander kommen. Aber macht ja nichts. Sie ist der beste Freund von Hannah. Considerate Adventurers, Diligent. Das sind ihre Eigenschaften. Wenn ihr sie nicht versteht, könnt ihr sie gern selber übersetzen. Beim letzten Mal, wo ich das gespielt habe, habe ich alles übersetzt. Nichts wurde aufgenommen, wie am Anfang bemerkt. Und deswegen lasse ich es jetzt mal. Hello? Someone there?
Er hätte eigentlich das Gate von innen aufmachen können für sie, oder? Das wäre vielleicht besser gewesen, als hier so eine Notiz zu hinterlassen. Jetzt geht's wieder weiter mit den Quicktime-Events, glaube ich. Safe quick, natürlich safe. Okay, da hatte man nicht viel Zeit. Es hat auch ein bisschen was von Telltale-Spielen, indem man diese Entscheidungen hat, die die Story beeinflussen, und man oft nur ein sehr kleines Zeitfenster hat. Und da beobachtet uns immer noch ein Typ. So, wie kann ich schneller laufen mit L1? You hungry? Huh? Wie was? Ah, top. Okay. That's it. Come on. Okay, ich darf den Controller nicht bewegen. Ich muss ihn ruhig halten quasi. Und dazu lege ich ihn einfach auf den Tisch. Das ist die blödste Mechanik, die es gibt im Spiel bis jetzt, was ich gesehen habe. Wenn man bewegt halt einfach ein bisschen den Controller und dann ist es gleich gefailed. Das macht hier noch nicht so viel, aber später gibt es schon andere Konsequenzen. Es ruckelt so ganz leicht, aber das ist das Spiel und nicht der Stream. Da werden die Totems nochmal erklärt. Das hat anscheinend einen indigenous Background, also die Urvölker scheinen hier was, scheint hier diese Mythologie mit reinzuspielen. Das hat man doch schon. Okay, und jetzt haben wir einen in gelben, oder? Ist es gelb oder ist es weiß? Ich glaube, es ist gelb. Aha, Guidance. Kann man sich hier mal wieder angucken, wer mag. Und ja, in dem Fall weiß ich sogar schon, was das Ganze auslöst. Und ja, es hat mit dieser Krähe zu tun, die wir dann noch später sehen. Und unten, The Events of the Past, das ist ein großer Zeitstrahl. Da sind zwei Events, haben wir schon drin. Können wir mal Play, Dreieck. Oh je. Driven Mad werde ich auch bald. Das ist interessant. Umso mehr Totems man findet, desto schneller schaltet man da diese Sequenz frei. Und das sieht doch schon ganz toll aus, die Berge hier und die ganze Landschaft. Past is beyond our control. Aber sie blinkt. Graffiti or blood? So, hier wieder eine kleine Entscheidung. Not in the bag, are you? Aha. Also jetzt können wir entweder ran. Nee, oder was können wir machen? Genau, wir können hier snoopen oder wir können sie zumachen. Aber wir sind natürlich good girl. Und das ist dieser Butterfly-Effekt, damit können wir die Story beeinflussen eben. Sam, hey, you made it. Chris steht auf Ashley. Is protective, methodical,
Humor. Ja, gut, der Humor ist nicht so. Oh, so. I found something kinda amazing. What? I'm not gonna tell you. You gotta see for yourself. Come on, it's this way. Where? Right around here. Gonna blow your mind. Nice. You think we'll get a visit from America's Most Wanted? At least someone thought so. Oh, come on. This place is abandoned most of the year. Nobody comes up here. Die Sounds haben auch so ein bisschen was von Resident Evil, ne? Hier in dem Inventar, so. Wenn wir hier durchgehen. Ta-da! Pretty rad, right? Yeah! Come on, look at these beauties! Beauties is not the word that comes to mind. Why is this even here? What do you mean? What the hell is a shooting range doing at the base of a ski lodge? Dude, have you ever met Josh's dad? Yeah. He thinks he's like Grizzly Adams or something. Wanna try? No, you go ahead, Grizzly. Alright. Here goes. Da sieht man, wie schnell das Spiel zwischen den einzelnen Charakteren hin und her springt. Jetzt spielen wir schon Chris und dürfen ein bisschen schießen. Aber haben auch hier wieder ein Zeitlimit. Ist jetzt nicht so schwer. Es gibt auch so ein bisschen Auto-Aiming. Beziehungsweise das Fadenkreuz wird dann größer, wenn man auf was zieht. Ja, das ist noch ganz einfach alles. Wow, nice shooting ticks. Alright, I'm bad. I'm a badass. I'm gonna go ahead and guess it was a wild case of beginner's luck. Nah, I don't think so, girl. Okay, jetzt will er noch ein bisschen protzen. Well, anybody and their brother could shoot a bottle that big, that close. Und jetzt kommt wieder eine Entscheidung. Oh, das arme Squirrel. Das Eichhörnchen. Sollen wir drauf schießen, oder? Oh, 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 oh. Nice shot. Your ass just got sacked. Hey, Sharpshooter, a ride's coming. Und ich glaube, das war ganz positiv, dass wir das gemacht haben, so. Nicht einfach ein Eichhörnchen erschossen haben vor ihr. Aber er hat ja einen Crush auf Ashley und das hier ist Sam. Das ist also wieder eine andere. Ashley lernen wir dann noch kennen. Genau wie sehr viele andere Charaktere. It's definitely weird coming back up here after a whole year. Yeah, I swear, the moment I got here, it just all came flooding back. The year goes fast. Hey, that's weird. Door's locked. Yeah. Josh wanted us to keep it locked, keep people out. He said that? What people? I don't know. He said they found people sleeping in the station one time. It's creepy. After you. Oh, real gentleman. What a crazy place to set up house. I mean, no matter how rich you are. They're not so rich. Family bought a mountain. Hotel and Sanatorium. Ja, und da haben wir ja gerade diese Sequenz in der First-Person-Ego-Ansicht, wo uns dieser Dr. Hill diese Fragen gestellt hat. Das könnte ja der Ort sein. So I'm trying to get the appeal of game time at the shooting range. How long is this gonna take? It's a big mountain.
Yeah. It's so beautiful in the day, but at night just feels menacing, like sleeping giant. You gonna publish? What? Your pretty poem. The Sleeping Giant of Blackwood Forest. Okay. Finally, you coming? Yeah, well, I was gonna stay here and catch some Z's, but okay. Just like going to the prom. Here we go. Right, adventure begins. Oh, I hope this was the right thing to do. What? You know, getting everyone together on the anniversary. I mean, Josh seemed really pumped about us all doing something, didn't he? Yeah, no, he definitely did. I haven't seen him so excited about something in forever. Good, good. It's hard to tell with him, and I've kind of been worried. No, it was a good idea. I hope everyone else feels the same way. We're all here, aren't we? Thanks, bro. Good talk. You know what? Let's just stop talking about what happened and enjoy the trip. You know what? You're right. You know how Josh and I met? No. Okay. Third grade. Josh sat in the back of the room. I sat in the front. We didn't even know each other existed. But the kid sitting next to Josh started strap snapping the training bra on the girl in front of him. So the teacher made him move to the front, where I was sitting. Okay, so? So I got moved to the back. And next to Josh. That's how we met. I mean, and became friends to this day. A match made in heaven. If it weren't for the fact... What an exciting story. ...puberty like 3 years early, and on that day decided to wear a low-cut shirt that showed off her training bra. I mean, who knows? You could be riding in this cable car alone. Right now. Or talking to some other person entirely. Boom. Butterfly effect. Das ist Jess, Mike's new girlfriend, confident, trusting. Ich lese immer irrelevant, aber da steht irreverent. Keine Ahnung, was bedeutet. Also das ist Jess, wir kennen jetzt schon Sam und Chris und das ist jetzt Jess. Das ist aber die neue Freundin von Mike. Ja, so wie das. Boy, oh boy, oh boy. New people. Time to meet and greet. What the hell? Jess! Hey! Jessica! Over here! Are you guys having a really weird stroke? We're stuck in this stupid thing. Can you please let us out? Pretty please? No. Maybe. Yeah. Oh my god. I thought we were goners. Another 10 minutes in there and I would have chewed off my own leg. Oh, sick, Chris. Look, I got a lot of meat on my bones. This is all muscle down here. Yeah, right. Uh-huh. Hey! Well, what do we have Chris. Here? Chris! My goodness! Seems that someone has a little crush on our good friend and dear class president Michael Monroe. Chris. And what kind of sizzling erotica might our Jessica be capable of imagining? I wonder. So, jetzt können wir darauf bestehen, dass es zurückgibt, oder wir können es erklären. Erklären habe ich beim letzten Mal auch gemacht, ging ganz gut. Mike and M split. We're together. Whoa, drama. Not really. Pretty clear-cut, actually. M's out, I'm in. Huh. All right. Let's just get up to the lodge already. It's getting tired of all this nature and junk. You guys go ahead. I'm just gonna wait here for a bit.
see who else is coming. You mean Mike? What? I mean, you know, whoever. Uh-huh. Whoever. Did you see this view? I mean, holy cow. Sometimes I forget to just stop and take it all in. Das ist wohl ein Hinweis darauf, dass die Grafik-Engine nicht schlecht ist. Right where the cable car ends. Über diese Effekte. Alles explodiert. Intelligent Resourceful Persuasive Emily Mike's Ex. I don't think it would have been like as pretty. That's motivated, ambitious, active. Emily's new boyfriend. You know. And where's the bellboy when you need one? Ja, wir sind der Bellboy, leider. Der arme Matt. Getting chills. We're almost there. No, I mean getting kind of creeped out. Oh, yeah. It's gonna be weird seeing everyone up here again. Definitely not gonna feel like a regular party. Also, nochmal zur Erklärung, das ist Emily. Das ist die Ex-Freundin von Mike, den wir noch kennenlernen werden. Matt hier ist der neue Freund von ihr. Und die, wo wir gerade kennengelernt haben, Jess, ist die neue Freundin von Mike. Und deswegen scheint es da eventuell zu Spannungen zu kommen zwischen Mike, Emily und Jess. Und Matt. Besonders deswegen. Mike, Emily's Ex. Intelligent, driven, persuasive. Eigentlich die gleichen Eigenschaften wie Emily. You guys. Michael! You really, really should have seen your faces right there. Dude, I almost clocked you just now. Nice one. Michael, you're a jerk. Cool. Guys, we're all friends here, right? No need for violence, just a little harmless fun. We're up in the woods, it's spooky. Come on, let's get into the spirit of things. The spirit of things? Seriously, what's wrong with you? I'm just trying to lighten the mood, Em. Don't be like that. Like what? The way you're being, you always get like this. So, jetzt können wir entweder Mike bedrohen, back off Mike, oder willkommen heißen. Wir sind alle Freunde hier. Also eigentlich, man muss sie eigentlich schon verteidigen, ne? Michael, you gotta step off. Emily and I are together now, and that's just the way it is. I'm not gonna tell you again. Do we understand each other? Well, I thought maybe we could move past all this. Be buds, but yeah, fine. Mike. No, it's totally cool. I'm just gonna head down the road, be all mature and shit by myself over here. Peace. I think you got the message. Kinda hot when you get all alpha, you know that? Crap. What? Hey, could you take these the rest of the way? The bags? Yeah, all the bags. Why? I need to go find Sam. Okay. Sorry, I really need to go find her. I totally forgot I needed to talk to her before we get all the way up there. This really can't wait. We're almost there. It's important, Matt, please. So, sie will also den ganzen Weg wieder zurückgehen, um Sam zu finden. Wo gerade ihr Ex-Freund Mike auch wieder runtergegangen ist, ne? Zwinker, zwinker. Nö. Em, I really don't think you should head back down the trail by yourself. Seriously? It's cold out and it's getting dark. You're gonna protect me from it being dark out? I'll just leave your stuff here and come with you. Nobody's gonna steal it. Matt, are you kidding me? You can't leave me alone for 5 minutes? You really think that little of me? That's not what I meant. Why can't you just listen to me? Why do you have to question everything I say? I'm sorry, Em. I'm just trying to be helpful. If you want to be helpful, then you can help get everything up to the lodge as quickly as you can, okay? Okay. Fine. Whatever you want. Ja, so habe ich mich aber nicht entschieden. I'll see you up there after I go find Sam. See you in a bit. Sam, ja. Sam, Mike. Jetzt finde ich ein bisschen blöd. Ich habe mich dagegen entschieden, aber er macht es trotzdem. Aber so sind halt Videospiele.
doch nicht ganz so offen. Und Ashley steht auf Chris. Und wir haben ja vorhin auch gehört, Chris steht auf Ashley. Passt ja ganz gut. Academic Inquisitive Fortright. So, jetzt können wir ein bisschen Sneak Peek machen. Whoa, hello. Somebody's getting a little friendly. And not in the friend zone kind of way. I might need to check the expiration date on their big breakup. Tja, und jetzt guck mal, wer da kommt gleich. Oh! Oh God! Hey, whoa! Sorry there. Sorry about that, Ash. I didn't mean to scare Jeez you. Louise, well, Matt! I did mean to scare you, sort of scare you, but not like for real scare you. Oh my gosh, oh my gosh! Hey, wow. Man, I'm really sorry, Ash, damn. It's okay, it's fine. What are you looking at? See anything juicy with that thing? Let me check it out. So, jetzt können wir entweder ihn von der Fährte abbringen oder ihm zeigen, was da eigentlich passiert gerade. Und letztes Mal habe ich da den Twitch-Chat gefragt und ihr habt gemeint, wir sollen encourage und ihm zeigen, was seine Freundin denn da mit ihrem Ex-Freund macht. Und das machen wir doch diesmal auch. Sure, go ahead. Knock yourself out, I guess. Seriously, Emily? What the hell, man? Hey, listen, it's probably nothing. Nothing, you think? Well, yeah. Is it ever just nothing with him? Ever? I don't know. God damn it. Matt. Jetzt sind wir wieder oben am Häuschen von der Seilbahn. Read book, als ob sie ein Buch lesen würde. Stereotyp. Oh, you did not just do that. Put your hands where I can see them. We've got you surrounded. But who am I to retaliate? What choice do I, a supple young rebel girl, have but to surrender to the strapping military guard come to take me into custody? Oh, sneaky, sneaky. Sing! Crap. Gotta try harder than that, hero. Where are you hiding, little chickadee? Oh, ah! Hey! Damn! Hello. Come on. Hey, Mike. Boom, shakalaka. Okay. Oh, you got me. Okay. You can't hide from me, Michael. I know all your tricks. And then what? Oh, no more. Oh yeah. Oh more. Oh, you're going down. Gotcha. Done city. So did I go down? I don't think so. I think you'd know so if I did. All right. My. So are we calling it my favor then? Your worthy opponent, Miss Jessica, the Snowball Queen. Okay, that sounds vaguely dirty. My lady. Wow. Save some for later, buddy. Endless reserves. We should get up to the lodge. Yeah. It's so nice out here, though. Pretty breathtaking.
I mean, I could stay out here for pretty much ever, provided I was making out with you the whole time. Just making out? Quote, unquote. Well, I think we might freeze to death somewhere in between those quotes. Yeah. Again. And how are we feeling? I believe that in our last session, you were not completely honest with me. I am an expert with years of experience. You don't think you can mislead me. This time, we're going to try to understand the root of your anxiety. Now pick up that book, turn the pages. You will see a set of pictures and symbols. I want you to identify which image in each set makes you the most anxious. So, sind wir wieder bei Dr. Hill. Men worry me, women worry me. Ich mach mal Men worry me. Mit dem Touchpad kann man umblättern. Planes oder Crowds? Der Typ ist hier alleine in den Wäldern. Also ist Kälte. Also sind es wohl eher die Crowds. Muss man nicht immer alles erklären, Spiel. So fürchtet er sich vor Höhen, macht eigentlich keinen Sinn, nachdem er hier auf dem größten Berg sitzt. Also wird es wohl ertrinken sein, was er fürchtet. Ja, Schlangen oder Ratten? Dann doch eher die Ratten. Ganz oder Knife ist das scary? Nachdem wir haben ihn ja schon gesehen mit dem Knife, wir haben ihn aber auch schon gesehen mit dem Flammenwerfer. Ich sag mal, ganz scary. Schusswaffen schichteln hinein. Ja, da wieder Ratten oder Cockroaches. Wir bleiben bei den Ratten. Vielleicht ist das auch ein Menü von diesem Hotel. Wir wählen gerade unsere Abendspeise aus. So, sind es die Clowns oder die Scarecrows? Naja, wir haben ja gerade schon gesehen, dass er Scarecrows nicht so gern mag. Aber an sich sind Clowns doch schon erschreckender. Vor allem Joker ist wesentlich erschreckender als Scarecrow in Batman. Deswegen nehme ich den Joker. Ich habe es letztes Mal auch genommen. Übrigens, ich habe das Spiel nicht komplett vorher schon mal durchgespielt. Wir hatten bloß die ersten paar Kapitel auf Twitch schon mal gespielt. Gore disgust me oder Crows are scary? Komplett seltsam. Ja, wir nehmen mal die Krähen. Oh. Did that startle you? So sorry. You're doing very well. Don't be nervous. Try to speed up a bit. The more you rely on your instincts, the more honest your answers will be, and the more enlightening you will find this experience. Jetzt kommt die Schnellrate-Runde. Rats, Spiders, Rats. Wir bleiben bei den Ratten. Egal, was er uns vorwirft hier. Ratten und Krähen sind das Schlimme. Ach, Nadeln, so ein bisschen Peaks.
Ist es der Joker oder sonst die Walking Dead? Nee, es ist der Joker. Ja, also es sind die Clouds. Da er will nur, dass wir hier quasi von unserer Meinung abweichen, damit er wieder rummotzen kann. Aber wir bleiben mal dabei. Ach, Gewitter. This is very interesting. Thank you for answering so diligently. Clowns and crows. The sun combination sounds like a good Friday night. It's so creepy. Well, I'm afraid once again we're out of time, but I promise we'll talk again very soon. Bitte nicht. Wie ihr guckt.